willkommen, Leute, zu meinem zweiten Part von Final Fantasy Let's Play. Ja, wie ihr seht, bin ich Level 6. Ich habe nochmal zwei Levels, bin ich hochgegangen. Das müsste reichen. Kero ist halt jetzt hat die 100er Grenze erreicht. Lilika fast auch. Ja, mein Schwarzmagier Derila halt, Magierin. Ja, die ist ja, die bleibt an der Stelle stehen. Irgendwie die HP geht immer gar nicht hoch, aber dafür MP. Und Psycho, mein Novizen, der ist auf Level, also der ist Level 6 und hat 93 HP. So, jetzt gucke ich ja mal ganz kurz. Genau, da hat sich nichts geändert. Wir haben aber neue Monster erhalten. Da zeige ich euch mal. Wie ihr seht, beim Trainieren habe ich da halt neue Sachen gekriegt. Hier, den Goblin-Wächter, den kennt ihr ja schon. Den Wolf kennt ihr ja schon. Teufelsross kam dazu. Genau, da habe ich ihn nämlich in dieser Ecke oben trainiert. Zweimal und das hat auch schon gereicht. Ja, mein Skelett. Und der Gigaswurm halt, den ihr kennt. Und Ghoul. Genau. Da fehlt noch einer dazwischen. Der müsste jetzt auch irgendwo sein. Ich glaube, das war eine Spinne. Bin mir da nicht sicher. Naja, nichtsdestotrotz. Ich bin jetzt wieder vom Tempel. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken hier. Genau, ich bin ja nämlich hier richtig geplättet worden von einem Vieh. Oh, da haben wir unser zweites Vieh. Genau, da ist unser zweites, unser Vieh, das mit Fragezeichen da noch bedeckt war. Zack, zack. Oh, weg. 7 Erfahrungspunkte, 8 Geld. Genau, perfekt. So, oben müsste noch ein Häuslein sein. Oh, jetzt wird's aber hart. Jetzt wird's haarig hier. Jetzt wird's haarig. Ja, komm. Das kriege ich auch schon so hin, glaube ich, hoffentlich. Zack, zack. Boah, ja, genau. Isegrim. Der ist auch ziemlich hart im Leben. Die anderen, die kümmern mich ja am wenigsten, aber... Boah, das sind viel zu viele. Oh, Isegrim ist wenigstens tot, Alter. Der stärkste von allen. Vita, genau. Wen gebe ich das mal? Und zwar, um sicher zu gehen, Derila, damit er nicht stirbt hier. Aber ich glaube, bei denen braucht ihr jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Oh Gott. So. Oh. Zack. Ja, genau. Nein! Ich hätte doch Feuer nehmen sollen. Oh. Zack, zack. Oh, das gibt aber Erfahrungspunkte, Schupe. Zack, den gebe ich jetzt wieder. Ich muss gucken. Gehen da auf Nummer sicher. Nee, Lilik. Oh. Du Wolf, Alter. So. Und weiter geht's. Ja, genau. Heil dich mal selber. Zack. Da fehlt nur noch einer. Ach, den kriege ich auch noch geplättet. Zack. 59 Erfahrungspunkte erhalten. Boah, 59, Alter. So, hier müsste nämlich noch einer sein. Genau. Potion. Jawohl, also Potion. Und Zelt. Zelt ist für draußen. Den kann ich auch nur draußen anwenden. Ordnen, genau. Zelt geht auch nur, glaube ich, draußen, ne? HP und MP Heilung der Gruppe. Benutzen im Weltbonus. Genau. Stimmt, Leute. Wenn ihr wisst, wieso man nicht hier speichern kann. Ich muss ja immer halt diesen Quicksave halt über Emulator. Hier steht immer Speicher fehlgeschlagen. Ob man da weiß, was man da machen kann. Es nervt gerade tierisch auch ab. Das heißt, ich muss immer diesen Quicksave machen. Und ich will es eigentlich so naturgetreu, wie es nur möglich ist. Zocken. Aber gut. Bleibt nichts aus. Wenn man mir helfen kann, nur zu. Und sonst muss ich damit erstmal leben. So. Gigaswurm. Boah. Boah, der ist aber auch hart im Leben, ey. So, jetzt aber. Oh, gut. 15 Erfahrungspunkte, 15 Geld. Ich kann jetzt aber auch ein bisschen hier noch trainieren. Oh, cool. Cool. Das ist ja auch ein Untoter, aber naja, ich spare jetzt erstmal. Wie viel muss ich denn überhaupt noch um zu Level 88? Ja, komm, Level 7 möchte ich noch. Oh, das ist mal aber eine bunte Truppe hier. Isegrim. Genau. Jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen leicht aufpassen. Feuer. Zack. Und den. Oh, jetzt muss ich aber auch wirklich aufpassen. Höllisch aufpassen. Das ist das, was ich meine. Anfangs ist es so wirklich träge. Man muss erstmal einen bestimmten Level erreicht haben. Boah. Boah, Feuer!
So, jetzt wird's aber haarig hier. Magie. Genau, heile mich mal. Feuer. Ja, hier, ihn. Und ihn. Zack. Ich muss erstmal die härtesten Monster muss ich wirklich erstmal abschaffen hier, weil sonst stirbt wieder mein lieber Kero. Da habe ich keine Lust. Danke, Lelika. Super, zack, Feuer. Feuer frei. Ist auch sehr komisch, wenn ich mich nicht selber filme, ey. Das ist mir so mal aufgefallen, ey. Das ist so, ich weiß nicht, also man fühlt sich so ein bisschen leicht nackt. Aber ich find's halt auch angenehm gerade, weil... Was soll ich sagen? Das tut mir ganz gut. 69 Erfahrungspunkte. Zack, zack, Antidot, genau. Dann kann ich jetzt schon mal langsam anfangen hier. Ja, genau. Hier noch einmal ein Kampf. Ein Kampf geht noch. Ja, yeah, Angriffsvorteil, cool. Angriffsvorteile sind auch toll. Da, 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 da. Super, Spitze. Oh. Lelika. Du sollst schon mal attackieren hier. Ah. Auch das mit der Geschwindigkeit. Das hatte ich auch damals schon gehabt. Da war, bin ich schon so stark gewesen und diese Monster waren auch sehr, sehr schwach. Und es hat mich aber auch sehr extrem gewundert, auch warum. Warum die manchmal schneller sind als ich, ey. Dann denke ich wirklich, was für ein Speed müssen die denn drauf haben, ey. Ja, Kero steigt ein Level auf. Jawohl, HP steigt um 2. So, Stärke, Agilität. Lilika steigt mit HP um 3 auf. MP um 5. Stärke, Konzeption. Moment. Entschuldigung, Leute. Der Rila steigt auf. HP um 1, sage ich doch. Der bleibt auf der Stelle steigen. Und Psycho. Theo steigt um 4 auf, genau, so, perfekt. Gut, dann bin ich ja jetzt Level 2. Jetzt kann ich hier erstmal... Kann ich ja letztes Mal aufheilen. Aufheilen. So, jetzt habe ich voll Energie. So, dann speichere ich mal, mache mal schnell Quicksave, zack. Quicksave gemacht, falls wieder was passiert. Zack. Theoretisch, na, ist ja kein Quicksave, ich kann ja jederzeit speichern, so ist es ja nicht. So, dann geht's hier los, da ist hier der Garland, da. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er mit Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ah, ich verstehe, ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch anzulegen gedenkt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen. Uah, jetzt! Bossfight! Da. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Was kann ich hier mal alles machen? Steigert die Abwehr. Genau. Dann wollen wir mal gucken. Ganz wichtig, der Rila, weil der hat eher die schwächere Variante. Blitz! Er teilt Blitzschaden. Und los. Psycho. Zack, zack. Hey. Protest. Wow. Swing, ich leuchte. So, und jetzt. Ja, hier kriegt sie auch nochmal Protest, um sicher zu gehen, weil das sind die Schwächsten von allen. Feuer und Attacke. Ja, mich kriegst du so einfach nicht. Ich leuchte. Wow. Ach, das war schon. Mann, das ging aber schnell, ey. Aber egal, unser erster Bossfight. Der war ja nicht sonderlich schwer. Nein, nein. Später kommen noch ganz andere Bosse. Und die haben es eigentlich in sich. Besonders bei den 4 Tempeln. Zumindest ein von den Tempeln, weiß ich. Da geht's richtig zur Sache. Super. Oh. Was ist nur passiert? Seid ihr meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Mein Vater wird euch danken und sich erkenntlich zeigen. Yeah. Ja, ich muss zum Glück den ganzen Weg nicht zurück. Ha. Nie habe ich an euer Mut und eurer Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zum Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichts aus Lukans prophezeien seid. 4 Kämpfer mit 4 Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichten Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Licht erloschen ist. So sagt man, stellt den Glanz des Kristalls wieder her.
Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordert. Geht nun und erfüllt diese Welt wieder mit Licht. Meine tapferen Kämpfer. Oh, ist immer schön. Die Tänzerin aus der Stadt hat ein gutes Gespür für wichtige Informationen. Sie wird euch zur Seite stehen, solltet ihr Anhaltspunkte benötigen. Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Garland hat sie bei meiner Entführung entwendet. Sie soll euch gehören. Laute erhalten, yeah! Ich weiß gar nicht, wozu die Laute gut ist. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Die hat auch etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte länger hier verweilen. Nein. Aber nein, ihr müsst aufbrechen. Der Glanz der Kristalle muss wiederhergestellt werden. In Gedanken ist sie stets bei euch. Super. Gibt's hier nicht? Ich gib's sogar Truhen, das weiß ich. Nee, ich muss hier drin. Super, spitze! Und hier rein. Kann ich hier was machen? Unsere weisen Vorfahren versteckten vor 400 Jahren kostbare Gegenstände dieser Schatzkammer und versiegelten ihre Tür. Ah, okay. Ich brauche nicht weiterlesen. Ja, ich brauche den Zauberschlüssel. Da ist die Brücke. Husso! Männer! Befehl seiner Majestät! Den König! Die Prophezeiung Lukas hat sich erfüllt! Spurtet euch! Ja, schneller! Wenn es auch so in der wirklichen Welt so wäre. Oh, dann gäbe es diese doofen Baustellen nicht auf der Straße. Zack, fertig. Zack, rein, auf. Hey! Chef, was hat eigentlich der Bau der Brücke mit der Prophezeiung zu tun? Sie sind hier in Cornelia, die vier Kämpfer des Lichts. Und ihr Weg führt sie nach Norden. Super. Zack. Gehe ich jetzt noch einmal. Ich habe mir sogar im Item Shop hier Phönixfeder geholt. Das sollte auch ausreichen, weil ich wollte auch nur mal sicher gehen, falls ich wieder mal drauf gehe. So, guten Nächtle. Ja. Super, spitze. Tolle Sache. Oh, schon fast die Hälfte der Zeit rum hier. Wir kommen noch voran. Oh, yeah. Ja, aber so denke ich mal, dass ich das so mache. Da werde ich halt zwischen den Parts halt immer ein bisschen trainieren, so 2-3 Levels. Ich bin eine süße Tänzerin, bitte. Ihr wollt mir tanzen? Nicht so stürmisch, Freunde. Hallöchen, ihr seid ja immer noch hier. Ich dachte, ihr überquert die Brücke, um eure Reise fortzusetzen. Oder wolltet auch lieber mit mir tanzen? Biatsch. So, weiter geht's. Potions. Ja, wie viel kaufe ich denn diesmal? Ja, ich muss 1, 2, 3 kaufen, damit ich halt ein bisschen meine MP halt spare. Genau, Monsterfibel. Wie sieht's bei der Monsterfibel aus? Zack. Genau, die schwarze Witwe habe ich jetzt auch. Ich bin der Meinung auch. Und Isegrim, genau. Ich bin aber auch der Meinung. Oh. Genau, den Ghoul. Da fehlen aber noch zwei. Ach, die werden sich schon finden im Laufe des Abenteuers. Zack. Und das war eigentlich der Prolog. Jetzt beginnt die Story. Ach, die Täubchen. Ach, wie schön. Friedenstauben. Und so beginnt die Reise der vier Gefährten, die als Kämpfer des Lichtes aufbrechen, um das Unheil abzuwenden. Von der Schwere ihrer Bürde beinahe erdrückt, nicht einmal wissend, welche Bedeutung tatsächlich hinter ihren Kristallen steckt, schreiten sie dennoch voran, denke ich mal, oder? Zielstrebig und unerschrocken voran. Ja, okay, die zwei Worte. Spitze, das war nämlich der Grund. Ein helles und strahlendes Licht soll vor langer Zeit von den Kristallen ausgegangen sein. Möge dieses Licht wieder erscheinen
und das Dunkel vertreiben, das diese Welt umgibt. Spitze, Leute! Punkt, Punkt, Punkt! Und so beginnt diese Story von Final Fantasy, Leute. Ach, ist das herrlich. Oh, ich freue mich irgendwie drauf. Ich freue mich auch für die nächsten Final Fantasy-Teile. Ich weiß auch, dass der dritte Teil relativ schwer sein soll. Ach ja, Final Fantasy. Das war eigentlich meine Idee gewesen, dass ich den ersten Part damit beginne. Das bis dahin spiele. Aber gut, was soll ich machen? Da hätte ich ja noch... Oh, da wäre ich schon wieder fast auf eine Stunde. Gut, weiter geht's. Genau, ich kann mit B und Select nämlich... Das wird man mir auch sogar zeigen. Zeigt man mir die Karte. Das ist die Karte nämlich, die komplette. Uff, groß ist sie nicht. Man hat sie innerhalb von kürzester Zeit, hat man wirklich mal das meiste schon gesehen. Genau, abbrechen. Also, ich muss nach oben. Oh, jetzt wird's aber hier haarig. Oh, Teufelsross. Oh, haarig. Oh, oh. Alter Schwede, ey. Die haben es echt in sich. Ja, da muss ich halt... Ich muss aufpassen, sonst wird mein kleiner Derila da echt wirklich zugrunde gehen bei diesen Viechern. Genau, ich kann nämlich auch... War das hier? Genau. Gigaswarm. Ja. Ach, ist das herrlich alles, ey, Leute. Man wird aber auch merken, wenn man die zusätzlichen Tempel spielt. Die Monster sind da anders. Es sind zusätzlich neue Monster auch. Ach stimmt, auch neue Monster sind reingekommen. Und da wird man richtig merken, dass das erst neu gemacht wurde. Weil der Detailgrad der Monster ist ein bisschen höher als die jetzt von den Viechern hier. Ja! Angriffsvorteil. Jawohl. Oh, scheiße, ey. So. So. Magie. Feuer. Feuer. Zack. Ich gehe auf Nummer sicher. Wuff. Weil wenn ich die beseitigt habe, habe ich keine Sorgen mehr. Eine Sorge weniger geben. Feuer. Zack. Und so. Weil die ziehen richtig ab, was dabei. Zack, tot. Naja, gut. Ah! Dummer Wolf. Ah! Warum immer Lilika, Mann? Leute, lasst die mal in Ruhe. Kann auch nicht sein, ey, Kindes. Ja, greift die mal an. So. Bleibt nur noch er. Einsame Wolf. Moin. 81 Erfahrungspunkte. 78 Geld. Jawohl. So, da ist eine Höhle nämlich. Das ist eine der Hauptquests. Lelis Bronk B. Und seht, was dahinter steckt. Ja, natürlich weiß das jeder. Wenn man das andersrum liest, drückt B-Knopf und Select. Seht, was dahinter steckt. Ein Zauber der Erkenntnis, der den Horizont erweitert. Ja, das ist nämlich die Weltkarte. Das wurde auch übrigens neu gemacht. Das gab es damals noch nicht, die Weltkarte. Au, 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 au. Meine Augen! Ich kann nicht sehen! Ja, dann zieh die Brille an. Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind! Es muss mir gestohlen worden sein beim Satanskraut, aber von wem bloß? Meine Augen, meine armen alten Augen! Verflixt doch mal! Ohne mein Kristallauge kann ich nicht sehen! Es muss mir gestohlen worden sein! Satans Braten und hin und her. Antidot. Oh, ich plündere mal jemand. Cool, sie sieht ja eh nichts. Potion. Potion? Jawohl. Cool. Geh ich mal raus. So, wie sieht's denn da bei mir aus? Ja, okay. Da kann ich mal hier einmal. Alle dürfen einmal. Ja, den Novizen will niemand attackieren. Ich glaube, jeder hat Schiss vor dem. Oh, die Kobra. Noch ein neues Monster. Vor. Shabam. Oh, hier kriegt man den Chuck. So, und los, Cobra, komm. Zack, zack. Oh.
61 Erfahrungspunkte. Jetzt geht's langsam los hier mit den Erfahrungspunkten und den Geld. Alles erhöht sich richtig schön. Das freut mich. Jetzt kommt noch ein Kampf, sage ich doch. Ach, die Goblins. Die machen mir keine Sorgen, sondern die mache ich so fertig, obwohl. Ey, der Rila, mal ganz im Ernst, was war das denn für eine Aktion? Also, guck mal, jeder zieht was ab, aber nee, der Rila muss natürlich wieder mal. Ah, Lilika ist schnell, gute Ausweichmöglichkeit. Zack, zack. Super. Super, Psycho. 7 Erfahrungspunkte, 30 Geld. Och, ist ja süß. Gut, weiter geht's. Yeah. Oha, jetzt wird's aber haarig hier. Jetzt wird's haarig, das sage ich euch. Es wird so haarig. Ja. Boah. Boah, boah. Ah. Teufelsross. Boah. Schippen. Ja, jetzt kann ich willkürlich, ist ja egal. Zack, zack, tot. Jawohl. 47 Erfahrungspunkte erhalten, 45 Gil erhalten. Kero steigt ein Level auf, jawohl. HP steigt um 26. Alter, da geht's jetzt nicht ab. Intelligenz. Oh, guck mal, ich werde sogar intelligenter, ist auch nicht schön. Lilika steigt ein Level auf. HP steigt um 28. Alter Angeberin, ey. MP steigt um 5. Intelligenz ist gestiegen. Glück ist gestiegen. Der Rila steigt ein Level auf, ne? HP steigt um 21. Wow, was ist mit dem los? MP steigen um 17. Agilität ist gestiegen. Intelligenz ist gestiegen. Psycho steigt ein Level auf. HP steigt um 17. Alter, ihr seid alles Angeber. Agilität und Intelligenz. Naja, zumindest wird jeder intelligenter. Das ist doch so geplant. Oh yeah. So, weiter geht's. Wow, die Wüste. Oh, die Wölfe, süß. Ja gut, komm, die erledige ich jetzt so. Außer der Rila sind alle über Level, über 100. Zumindest von der HP-Zahl, ja. Ich will auch mal gucken, ob ich auf das Maximum leveln kann. Ob es zu lang dauert. Ich muss es halt entscheiden, das ist halt so. Und ich will nicht mehr stehen. So. Zack, zack, komm, los. Oh yeah. So, jetzt muss ich auch nicht mehr richtig trainieren. Also, nach der Zeit schon wieder, ja, aber jetzt geht's. Oh, eine Hexe. Ih, bist du hässlich. Ih, was guckt dir denn da aus, wieder aus der Fresse? Ey, was Grünes. Oh, die halten aber auch viel auf, diese Viecher. Aber nicht mit mir. Was? Oh, eine zweite Runde für dieses Vieh. Na, ich wollte gerade sagen, ey, wenn er das auch noch ausgehalten hätte. So, mal guck mal, Leute, ich habe, wenn man jetzt überlegt, ich habe hier begonnen. Hier war mein Dungeon. Ja, ich habe hier begonnen. Hier war dieser erste Dungeon, den ich hier besucht habe, ganz kurz. Hier war diese Matoya, die Hexe. So, wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt schon hier, wie schnell ich diesen Bereich hier erledigt habe. Unglaublich, oder? Ich find's, es ist sehr kurz, also das wird kürzeres Let's Play. Angriffsvorteil, geil. Das passt schon. Passt, passt, passt. Zack, los. Zack. Super, spitze. Das gefällt mir. Ich werd schaffen und werd es packen. So. Wolf, los, komm, erledige es. Oh, yeah. 36 Erfahrungspunkte, 36 Geld. So, wo ist meine nächste Stadt? Da ist sie, ja. Ein Kampf wird bestimmt noch kommen. Sag ich doch. Aber im Angriffsvorteil, das gefällt mir doch. Zack, zack. Ach, ihr Wölfe. Seid ihr auch keine Herausforderung mehr. Ja, siehst du, die Rila schafft es nicht. Lilika muss kommen. Schäm dich, die Rila. Muss, na gut. Frauenpower, ihr beiden. Boah, boom. Boah. Ja. Ja, es sieht schon schlecht aus. Aber ich bin eh da, dann kann ich jetzt nicht mal heilen gleich. Das ist schön, weil ich muss sowieso in die nächste Stadt. So ist es nun mal. 53 Erfahrungspunkte. Stadt Pravoca. Pravoca, denke ich mal. So.
Diese verdammten Piraten packen sie nehmen uns unser Hab und Gut und verwüsten die ganze Stadt. Piraten? Wo? Wo sind die Piraten? Piraten! Ja, ich will zum Inn. Gehst du wohl weg? Herzlich willkommen. Eine Übernachtung kostet 50 Gil. Na, wie wär's? Boah, 50 Gil. Das war die Verarsche. Das sind dieselben Betten wie auch im ersten Dorf. Und ich glaube auch nicht gemütlicher. Boah. Das ist mir so ein Rätsel halt. Warum sind die teurer? Die Frau ist dieselbe? Die Betten sind dieselben? Da ist halt nur ein größeres Hotel. Super. Spitzenmäßig. Was habe ich denn hier? Genau, ich habe das. Ich kann nämlich die nächste Magie schon erlernen. Boah, die kosten schon 250. Nein, das lasse ich noch erstmal. Hier ist ein Waffenladen. Ah, da brauche ich noch nicht. Wohl für... Irgendwas? Ja, hier ist der Magiland. Verweismagier. Licht. Halt im Zustand dunkel. Silenzium. Die feindliche Magie wird gebannt. Ex-Blitz. Halbiert Blitzschäden. Transpar. Ausweichfähigkeit. 1 Gefährtenstreik. Ja, das sind die nächsten. Level 2 sind noch nichts Besonderes. Ab Level 3 wird zuerst besonders. So. Dann wollen wir mal hier die Piraten. Diesen Piratenpack hier angehen. Aber vorher speichere ich natürlich. Zack. Herr, was? Ihr wollt euch mit dem Captain Vic anlegen? Ich bin Vic Vaporman, ihr elenden Landratten. Macht sie fertig, Herr, Männer. Ei, Captain, die verarbeiten wir zum Eifischfutter. Drei, sechs, neun. Das wird eine Schlacht. Ja, komm. Feuerblitz, hier, zack. Und zack, zack, zack. Naja, gut. Das ist auch, glaube ich, das Maximum an Monster, was man haben kann. Also, gegen wen man antreten kann. 9 Stück, ey. Boah. Das ist in späteren Final Fantasy-Teilen überhaupt gar nicht mehr so. Also, zumindest in den neuesten Teilen, die ich ja umgehen mag. Also, Final Fantasy 13 war ja der größte bittere Tausch, genauso wie Final Fantasy 12. Und 11 brauchen wir nicht zu reden. Und 14 ist ja halt online. Also, ein MMO. Und 15, wer weiß, ob das gut wird. Ach, die alten Teile, bis Teil 9 waren die besten, finde ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Attacke, Attacke, Attacke! Yeah, yeah, yeah! Keine Gefahr für mich. Ich mach sie platt. Attacke, jetzt geht's rund. Jetzt bin ich und mach euch gut. 90 Erfahrungspunkte erhalten, super, 360. Ja. Mein Blasauge, ich habe genug von der Freibeuterei. Ständig gibt's nur Ärger, aber heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaub mir, mein Leben mit Schiff macht damit, was sie wollt. Jawohl, und ich habe ein Schiff erhalten. Zack. Super, spitze. Das ist jetzt nur weg. Glaubt mir, ich werde zu einem rechtschaffenen Bürger. Ich werde eine ehrliche Arbeit nachgehen und irgendwann eine Familie gründen. Großes Piratenerbe. Ich wollte sagen, ich verspreche es. So. Dank euch müssen wir uns nicht mehr von den Piraten fürchten. Wir sind euch zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Ja. Das kann mal vorkommen. So, dann wollen wir mal gucken nach Ausrüstung noch. Der Part ist ja fast zu Ende. Jetzt wollen wir mal noch mal schnell gucken. Da noch was ist und da kommt. Ja, hier. Perfekt. Perfekto. Jetzt rüste ich mal das aus. Zack. Zack. Erhöht euch alle. Abwehr und Ausweich erhöht sich. Das ist doch schön. Super. Ah, kann ich noch was erledigen hier? Ja, komm. Das schaffe ich noch. Da schaffe ich noch. Zack, zack. Los, lauf, lauf, lauf. Waffen. Da unten ist noch die Waffe. Kaufen. Zack, zack. Na, was haben wir denn noch? Hier, Krummsäbel. Oh, cool. Den kaufe ich mir. Für mich reicht schon. Passt schon. Wie sieht's
sieht das denn aus mit dem Kruppsäbel? Oh, Angriff 15 und Trefferquote steigt mal um 5. Das ist doch schön. Oh, dann kann ich einige Sachen schon verkaufen, oder? Wie sieht's aus? So, ja, ja. Rapier. Ist noch sonst irgendwas hier? Ne. So. Soll ich Magie schon mal kaufen? Ich weiß nicht. Nein, die sind teuer, diese Scheißviecher. Aber Eis muss ich auf jeden Fall kaufen. Und Nacht versetzt Gegner Zustand. Mumm, steigert den Angriff eines Gefährten. Ja, das wird dann gemacht. Das mache ich dann im Hintergrund halt. Dann trainiere noch ein bisschen und farme ein bisschen Geld. Gil. Und ja, was haben wir denn hier? Ausweichfähig, Ex-Blitz, halbiert Blitzschäden, Silenzium, die feindliche Magie wird gebannt, Licht, halt den Zustand dunkel, das ist mir wichtig. Ja, genau, das lasse ich nochmal erstmal offen. Ja, Leute, gut, das war's dann mit dem Part. Ich gehe nochmal hier hin, noch einmal mich heilen. Ja, komm, eine Runde Schlafenzeit, yeah! So, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der Part 3 wieder. Ich werde dann zwischen den Parts jetzt noch mal ein bisschen trainieren, halt ein bisschen Geld fahren, damit ich hier halt meine restliche Magie hole. Vielleicht level ich da ein, zwei Mal, aber starte dann von hier aus, von der Stadt weiter dann. Gut, Leute. Dann sehen wir uns dann im nächsten Part dann wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Final Fantasy 1. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.